zu uns kommen oder Erwachsene mit ihrem Kind, das den Wunsch hat, Gitarre zu lernen, da muss man doch anders vorgehen. Das heißt, für Kinder ist es so viel besser, nicht mit Western-Gitarre, mit diesen harten Saiten zu lernen, sondern mit einer Konzertgitarre, dass man diesen Weg auch unbedingt gehen sollte. Da ein Kind physisch nicht die Möglichkeit hat, so ein großes Instrument zu spielen, weil die Hände nicht lang genug sind, weil die Finger nicht breit und groß genug sind, gibt es ja auch kleinere Gitarren. Das heißt, schon sehr lange gibt es historisch Instrumente auch für Kinder. Man muss für Kinder die richtige Größe aussuchen. Es gibt mehrere Größen. Es gibt Viertelgröße, es gibt eine halbe, Dreiviertel oder Siebenachtel. Nach der Siebenachtel kommt die etwas größere Viervierteltel-Gitarre, die wir gerade vorher in der Hand gehabt haben. Das zum Beispiel ist eine halbe Gitarre. Man sieht es gleich, deutlich kleiner, für einen Erwachsenen schon schwerer zu spielen, weil eben alles schon viel enger benannt ist. Sie ist prinzipiell praktisch im Maßstab verkleinert, nur die Kopfplatte ist immer gleich groß, weil die Erzeuger die normalen Mechaniken verwenden wollen, aus Stabilitätsgründen, aus Kostengründen. Das heißt, die Kopfplatte schaut überproportional groß aus. Was man halt schon braucht, und das sollte man dringendst empfehlen, ist, wenn man in den Fachhandel geht, und das ist auch eine Empfehlung bei einer Kindergitarre, dass man das Kind vor Ort hat. Das heißt, es gibt so Maßregeln, die findet man auch im Internet, welches Alter, welche Körpergröße, welche Gitarre. Wir erleben hier sehr oft, dass das nicht wirklich übereinstimmt. Das hängt von der Körpergröße natürlich ab, das hängt von der Länge der Finger ab. Viele Kinder, die gleich groß sind, haben doch verschieden große Hände. Und da muss man eben dann abstimmen, ob nicht vielleicht doch eine Nummer größer geht. Vielleicht immer zugunsten des Kindes. Wir schauen immer, dass das Kind im Vordergrund steht. Natürlich sind auch die Erwachsenen, die das finanzieren, dann ein Thema. Weil eine Gitarre zu kaufen, die nur ein halbes Jahr passt, ist natürlich schon Wahnsinn. Bei Klamotten, bei Kleidung geht es oft nicht anders, aber bei Gitarren haben wir Optionen. Das heißt, wir brauchen vor Ort zum Kauf das Kind, wegen der Körpergröße, wegen der Gitarrengröße und auch letztendlich den Förderer, der das Instrument finanzieren wird, um mit dem abzustimmen, welche Qualität von Gitarre kann man da gehen. Weil da sind wir jetzt gleich bei den Preisklassen und das ist besonders bei den kleinen Gitarren spannend. Die kosten meistens in jeder Größe dasselbe und vernünftig fangen die schon bei 120 Euro ungefähr an, in jeder Größe. Und gehen dann über 170 Euro schon mit Vollholzdecken bis zu solchen Gitarren hier, die ich jetzt gerade in der Hand habe, um 211 Euro. Oder auch bis 249 ungefähr haben wir die hier in der Klangfarbe, wo wir interessante Hölzer haben, schon tolle Verarbeitung, das heißt wirklich toller Ton. Weil ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass das Kind der Fairness halber Instrument in die Hände kriegt zum Lernen, dass baulich ganz einfach so gut ist, dass wenn etwas nicht schön klingt, ein Ton scheppert, dann muss es wirklich die Inkompetenz desjenigen sein, der greift und nicht bauliche Mängel des Instruments. Das heißt, nur so kann man gewährleisten, dass das Kind nicht verzweifelt, dass wenn zum 10. Mal bei einem Akkord ein Ton scheppert, dass es eben wirklich nicht das Instrument ist, sondern die Tatsache, dass man nicht richtig gegriffen hat. Die Chance muss man einem Kind geben. Das ist halt ein bisschen mit Kosten verbunden, aber wie gesagt, fürs Instrument mit 120 Euro ist man schon bei der Ernsthaftigkeit dabei. Die Größe entscheidet eben die Körpergröße des Kindes, die Qualität letztendlich einerseits die Eltern, die das finanzieren müssen, die ja wissen, okay, ich kaufe ein Instrument nur für ein Jahr oder eineinhalb Jahre, nehme die erste Gitarre, weil es noch ein Experiment ist, wird das weitermachen oder nicht, günstiger und steigen in die oberen Preisklassen erst mit dem nächsten Instrument ein. Andererseits finde ich auch sehr wichtig, und das sollte man wirklich auch berücksichtigen, dass das Kind, das mit ist, ein Instrument in die Hände kriegt, das ihm auch gefällt. Die Optik ist für Erwachsene sehr wohl, für Kinder erst recht ein ganz wichtiger Baustein im Gitarrenkauf. Ein Instrument, das das Kind hässlich findet, wird es nie in die Hand nehmen. Und Kinder reflektieren da doch sehr und das ist oft unabhängig von logischen Argumenten. Aber nachdem die Qualität ja ab 120 Euro stimmt, entscheidet dann der Erwachsene, gehe ich auf den Wunsch meines Kindes ein, weil es zum Beispiel diesen Seidenmattenlack so schön findet. Oder sage ich, Kind, wir müssen vernünftig sein, wir haben jetzt nicht mehr Kapital für das Experiment Gitarre zur Verfügung, wir müssen da sparen.